Wir sind heute hier mit Diego Fusaro, Philosoph, italienischer Philosoph, Philosophieprofessor mit Schwerpunkt Marx, Fichte und Hegel. Herr Fusaro, Sie studieren Marx so intensiv. Wieso haben Sie sich entschieden, Marx so tief zu studieren? Perché ha deciso di focalizzarsi su Marx così intensamente? Dunque, io ritengo che Marx oggi sia l'autore fondamentale per due motivi. Es gibt grundsätzlich zwei Gründe, wegen Marx, weil Marx so wichtig heute ist. Primo, perché Marx rappresenta la più dura critica del sistema capitalistico di cui ancora siamo abitatori. Erstens, weil Marx die stärkste Kritik an am kapitalistischen System, in dem heute wir wohnen, ist. Secondo, perché quella di Marx continua a essere la più seducente promessa di felicità alternativa rispetto a quella disponibile. Zweitens, weil, was Marx sagt, die beste Idee von Freiheit ist, von Freiheit und Friede ist, außerhalb der kapitalistischen Situation. Per questi due motivi io penso che sia necessario oggi più che mai ripartire da Marx. Deswegen muss man heute von Marx wieder starten, wieder beginnen. Non dobbiamo ritornare a Marx e dunque al passato, anche ai comunismi realizzati. Wir müssen nicht zurück Richtung Marx gehen und das heißt also zurück Richtung was die kommunistische Bewegungen und Parteien gewesen sind. Al contrario, dobbiamo ripartire da Marx per andare oltre sia al capitalismo sia ai comunismi realizzati nel Novecento. Marx muss das Beginn sein, um über die Kommunismus, die kommunistische Regierung und über die das Kapitalismus vom 20. Jahrhundert sein. Marx dunque come autore non della nostalgia e del passato, ma del futuro e della emancipazione. Marx nicht als Autor der Vergangenheit und der Nostalgie, aber sondern für die Zukunft und für die Emanzipation. Diego, Marx è studiato ancora in Germania, differentemente da Fichte e Hegel. Marx ist heute in Deutschland studiert, Hegel und Fichte nicht so sehr. Wieso passiert das? Perché succede questo? Beh, io penso che Marx venga oggi studiato ancora in una chiave specifica, però. Man studiert heute Marx, aber in einer spezifischen Weise. Cioè, Marx viene assunto oggi in forma decaffeinata. Man studiert so Marx in einer so light Form. Cioè, Marx viene sempre presentato in forma compatibile con il regime capitalistico e del pensiero unico. Marx wird heute vorgestellt als Produkt, also im Zusammenhang mit der heutigen kapitalistischen Situation. Per esempio, si parla di Marx come profeta della globalizzazione. Man sagt, dass zum Beispiel Marx die Globalisierung theoretisiert hatte. O ancora si parla di Marx come teorico della estinzione, della Vernichtung dello Stato. Oder von Marx als Theoretiker der Vernichtung vom Nationalstaat. Cioè di quello che è ad oggi il sogno neoliberale. Das ist aber der heutige neoliberale Traum. O ancora si parla di Marx come teorico della morte della filosofia, della religione e della famiglia. Man spricht über Marx als Theoretiker der Tod der Familie, der Religion und der Philosophie. Che è ciò che avviene oggi nel regime dell'odierno capitalismo non più borghese. Das ist das passiert heute genau in der post-bourgeois Kapitalismus. Cioè appunto si presenta sempre Marx senza quelli che prima dicevo essere i suoi due tratti fondamentali. Man präsentiert heute Marx ohne seine zwei wichtigen Hauptthesen. La passione critica, spietatamente critica contro il capitalismo. Die starke Kritik gegen das Kapitalismus. E due, la ricerca di una emancipazione al di là del capitalismo. Und die Suche
nach einer Emanzipation, nach dem Kapitalismus. Si dimentica cioè il fatto che Marx era un pensatore anticapitalista. Man vergisst die Tatsache, dass Marx ein antikapitalistischer Denker war. E che dunque non lo si può presentare in forme addomesticate e compatibili con il capitalismo. Deswegen kann man ihn heute nicht als organisch mit dem Kapitalismus präsentieren. Marx è, da questo punto di vista, quanto Hegel incompatibile con l'odierno capitalismo. Marx ist genauso wie Hegel, hat es genauso wie Hegel mit dem heutigen Kapitalismus nichts zu tun. Marx lo è perché pensa una società di individui liberi e uguali che è al di là dell'odierno capitalismo. Marx denkt von einer Gesellschaft, die von Personen, die von freien und gleichen Individuen formiert ist. Hegel, dal canto suo, che di Marx è stato il maestro. Auf der anderen Seite Hegel, Inspirator von Marx war. È incompatibile con il capitalismo perché pensa la eticità, Sittlichkeit. Kann mit dem Kapitalismus nichts zu tun haben, weil an die italienische eticità, auf Deutsch Sittlichkeit, denkt. Cioè quelle forme borghesi come la famiglia, lo Stato e ancora lo Stato sociale. Er denkt an diese Formen wie die Familie, die Gesellschaft und der Sozialstaat, das Sozialstaat, che sono incompatibili con l'odierno capitalismo post-borghese, die heute mit dem heutigen post-bourgeois Kapitalismus nichts zu tun haben können. Per questo oggi più che mai è necessario ripartire certo da Marx. Deswegen ist es heute sehr nötig und sehr dringend, wieder von Marx zu beginnen. Sì, ma da un Marx riletto anche attraverso Hegel. Aber Marx muss durch Hegel gelesen werden. Il mio Marx è un Marx hegeliano. Sein Marx, Husserls Marx, ist ein Marx, der aus Hegel kommt, ein hegelianischer Marx. Cioè un pensatore dialettico. Einen dialettischen Vordenker. Un pensatore della storia e della prassi. Ein Denker der Geschichte und der Praxis. Cioè appunto, anche in questo caso, un pensatore incompatibile con il nostro presente. Deswegen mit der heutigen aktuellen Situation kann Marx nichts zu tun haben. Perché appunto viviamo nell'epoca che si dice della fine della storia. Weil wir wohnen in der Epoche der Ende der Geschichte. O ancora perché viviamo nel tempo in cui l'unica prassi possibile sembra essere quella della tecnica. Und weil wir in der Zeit wohnen, in der die einzige mögliche Praxis ist die technische. Per queste ragioni io credo che oggi, come già dicevo, sia fondamentale ripartire da Marx. Deswegen muss man heute wieder von Marx beginnen. Per questo ho intitolato il mio libro Bentornato Marx. Deswegen habe ich mein Buch Bentornato Marx genannt. Willkommen zurück, Marx. Perché appunto è fondamentale ripartire da Marx per capire la contraddizione in cui siamo e per lottare contro di essa. Wichtig ist durch Marx den heutigen Gegensatz zu verstehen, um dagegen kämpfen zu können.